Wisst ihr noch, als wir sie auf ner Insel erwischten bei Pädophilie? Die Clinton-Dynastie, die Royal Stars und Sternchen kniffen nie. Wie sich der Gastgeber zehnmal das Genick brach mit nem Laken und die Kameras ausfielen, während alle Wachen schlafen. War das nicht so ein kleines bisschen komisch? War das nicht ein kleines bisschen dein Pädo-Kleid von Balenciaga steht dir? Dein Pädo-Papst sagt mir, Migranten fehlen hier. Der Sohn von Biden nennt ihn Pädo-Peter. Kein Scherz, Leute, googelt das. Joe Biden's family refers to him as Pädo-Peter. Kind of weird. Why would they call a guy who showers with his own daughter Pedo Peter? Wisst ihr noch, als Berlin Kinder an Kinderschänder verlieh? Denn nur wer pädophil, könne schwerst Erziehbare erziehen. Die meisten Päderasten-Mitglieder der politischen Kaste, Richter, Staatsanwälte, waren bei Kentler sowieso Stammgäste. Und wisst ihr noch, Dutroux, Tony Podestas Bilder, Clintons Bro, James Alefantis, Insta-Likes, auf die man damals stieß? War das nicht alles ein bisschen komisch? War das nicht alles ein bisschen das Pädo-Artwork im EU-Parlament? Der Pädo-Autor bei den Drag-Queen-Events? Die Pädo-Lobby in der schwulen Kita? Die Stripper im Grundschulstück?